Ein bisschen wegen dem jüdischen offenen Mikrofoncafé. Lass mich euch alle begrüßen mit der breiten Shalom Aleichem und euch sagen ein paar Worte wegen dem jüdischen offenen Mikrofoncafé im Namen von dem Organisierkomitee, das heißt ich, Shmuel Leibl, Vivi, Tamara, Bela und Phil. Der Open Mic ist gegründet geworden mit 32 Chadoshim zurück. Zum Ersten hat man gehalten dem Open Mic in Emerson Kaffeehäuser herum London. Bemächtigt von der Epidemie hat man übergeführt dem Open Mic online. Abbruch und Abbroche. Abbruch, als der Open Mic kann nicht heint sein, ponim al ponim. Abbroche, als wir können begrüßen Artisten und ein Eulum von der gore Welt. Aber wassere Artisten. Es ist wichtig zu verstehen, als der Open Mic ist ein Ort für Liebhaber von Jiddisch, was seine nicht in allgemein professionelle Artisten, achutz unser speziellen Gast heint. Trotzdem seien mir nicht alle Genieter Redners von Jiddisch. Besonders begrüßen mir Anheber. Der Iker ist, als man will sich verbessern und wollen helfen verspreiten, a lebendig Mameloschen. A Dank. Und jetzt ein Wort von Judy wegen unserer Tzedakah-Organisation World Jewish Relief. Shalom Aleichem. Ich bin sehr zufrieden, vorzustellen die Tzedakah World Jewish Relief, was beschreibt sich als die britische jüdische Kehillas internationale humanitarische Agentur. WJR hat sich angehoben in 1933. Es hat erstens geheißen The Central British Fund for German Jewry. Der CBF hat geholfen zu finanzieren die Kindertransporten. Und in 1945 hat es euch gerettet und rehabilitiert mehr wie 700 Kinderscheresableten nach der Befreiung von den Konzentrationslagern. World Jewish Relief liegt in mein Herz für zwei Sibbes. Erstens hat es dem Tatens Leben gerettet. Der CBF hat finanziert der Kitchener Lager in Kent, was hat gerettet beerdigt 4000 jüdische Männer. Und der Tate ist gewesen einer von sie. Er ist angekommen in England der 24. August 1939, 10 Tage vor dem Ausbruch von der Milchama. Zweitens, ich habe eine Sache Respekt vor die verschiedenen Arbeit, was WJR ausführt heint. Sei mit jedem, sei mit nicht jedem. Es hilft euch, ältere Jiden in die gewesene Sowjetverband. Aber es geht weiter von die jüdische Kehille, abrufen sich auf internationale Neutfallen und zu helfen die heintige Plätin. Derfa, seid es euch gut und geht bejaht rechove. A Dank. Dank, Judy. Und
Wir sind sehr zufrieden, Heinz, zu sein in Schutzfuss mit JW3. Und ein besonderer Gruß zu allen, die nahe Leute, wo sind nicht gewesen in dem offenen Mikrofon früher und sind von JW3. So a particular welcome to those people who are from JW3, and we're delighted to be in partnership with them. Und Michaela Brunberg ist der Direktor von Kunst und Kultur bei JW3, und sie will uns erzählen ein bisschen wegen JW3 und ihrem Programm. So Michaela Brunberg is the artistic and the art and culture director of JW3, and she'll now tell us a little bit about JW3. Michaela. Hello, guten Abend. Shana mentioned I'm afraid to say this in English. I'm half Moroccan. My name would suggest that I should speak better Yiddish. Apologies to you and the grandparents I didn't meet. Thank you so much for joining us here. It's such a privilege to partner with Yiddish Cafe in this edition. And hopefully next month it can physically take place in our building. And we will, even when it does, we will still stream it out to you from wherever you're watching. I know that many of you watching and performing in tonight's cafe are doing so from all over the world. And so you may never have heard of JW3. I'll just say briefly, we are the only Jewish arts and community center of its kind in the UK, a vibrant hub for Jewish arts, culture, social action, classes, and much more, where everyone is welcome. The center is a platform for dynamic, innovative Jewish cultural programming. And we've hosted much wonderful Yiddish culture over the 7 years that we've been open, including cinema, theater, language classes, and more. Just to give you an update as of right now, as has been the case since we reopened, the safety of our audiences and staff is a priority. And we're following the current government guidance, and we'll be making an announcement once we know exactly how the new regulations apply to JW3, probably tomorrow. But the very best way to keep in touch would be to sign up to our mailing list. I had hoped to be able to trail all the wonderful events we have coming up this month, but you'll hopefully be able to access them online. Also during lockdown, as it was the case in the early lockdown, we have a full online content on JW3 TV, full of very inspiring, educational, comforting, entertaining Jewish content. It's live, it's archive, and you can access it all through our website. The building will be open for volunteers to run a food bank, and we've been designated one of Camden Council's trusted hubs for serving the community. But for now, I apologize for the English. I will let you get back to Yiddish, and I will enjoy with you. We're together now. We're safe. We're online, and let's celebrate Yiddish culture and have a wonderful evening. Thank you. Adanka. Adank, Michaela. Michaela, sehr schön. Adank. Unser Gast heint is Miriam Chaya Seigel. Miriam is a Yiddish Redder, Forscher und Schreiber und eine populäre Jiddisch-Singerin und Aktrice. Sie hat vorgestellt in Amerika und in anderen Ländern mit Musikanten und Akteuren und bei sich allein. Sie wohnt in Brooklyn, New York, und es ist ein großer Honor zu haben Miriam Chaya mit uns heint. Miriam. A shenem dank Vivi und a shenem dank dem Organisier Komitet. Thank you very much, Vivi. Thank you to the organizing committee. A shenem dank JW3. Thank you, JW3. And seid begrüßt von Brooklyn, New York. Welcome from Brooklyn, New York. Es ist eine coole und eine Vergnügung zu sein, du mit euch heint. It's an honor and a pleasure to be here with you today. And es ist euch im Achaia, als wir können spielen in der Heim, weil Moschel. Also wird hören, wie etwas burschet unter beschast der Vorstellung, ist es nur Mildred, mein Frigiderke, was sie hat lieb mitzusingen mit mir. Ja, das ist gut. So if you hear some
the pleasure of performing from home. If you hear some kind of grumbling in the background, it's just my refrigerator, Mildred. Sometimes she likes to sing along with the music. Sorry, it's the wrong one. Ich habe gewollt anheben mit der Lied, das ist ein Stecken hart. Ja, es ist ein Stecken hart. Es ist ein Problem. Right, so it's fall now, and I'd like to start with a song about fall. Nu Herbst ist die Zeit, wenn man geht zurück in Cheder, jo. Fall is back to school time. Aber nicht alle wollen zurückgehen in Cheder. Also, ihr wird hören in dem komödigen Lied. Not everybody wants to go back to school, as you'll hear in this next song. Noch einmal. Okay. Kannst du das sehen oder nicht? Ja, wir können. Ja. 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 Gut. Schlechte Kimmen in Verbeiden, ständig Liebe geht Zeiten. Noch ein Zimmer steht schon hinten, bald Russien mit den Wänden. Ich will mit keinen Kreider, ui, ui. Weil der Rabbe schweißt Geseider, ich will nicht keinen Cheder. In der Kantschi krascht die Beine, Lenin, aber will nicht keiner. Ich will nicht keinen Cheder. Ich versteh schon, du nicht weit, der Behelfer bei der Seite. Mit der Stecken allem Herren eingesinken soll werden. Ich will nicht gehen in Cheder, oi, oi. Weil der Rabbe schweißt Geseder, ich will nicht gehen in Cheder. In der Kantschi krascht die Beine, Lennon, aber will nicht keiner. Ich will nicht gehen in Cheder. Zieh dahin, zieh oifen eins, du seis is glatt, der Schnee is weiß. Wild sich glitschen, a katuves, in erdiltins mit vier Moves. Ich will nicht gehen in Cheder. Oi, oi. Weil der Rabbe schmeißt Geseder, ich will nicht gehen in Cheder. In der Kantschi krascht die Beine, Lenin, aber will nicht keiner. Ich will nicht gehen in Cheder. Bravo. Ja. Sehr gut. Sehr komisch. MS. Wunderbar. MS nicht ja neu. Nun, jetzt muss man abhaken, die Programm. Aber man muss hören ein Wort von unserem Sponsor. We have to interrupt the program for a minute to hear a word from our sponsor. Das hat gekannt vorkommen in Cretona Park in Bronx, ja? Aber es hat euch gekannt vorkommen in Victoria Park in London, right? So this scene could take place in Cretona Park in the Bronx, but it could also take place in Victoria Park in London. Oder wie es soll nicht sein? Ihr sollt mir euch meuchel sein, was ich spielt zwei Rollen mit einmal, ja? So forgive me for playing two roles at once. We'll see how this goes. Sitzen zwei ältere Jiden auf der Bank in Cretona Park und tun, was ältere Jiden tun, gewöhnlich. Oi! Oi, 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 oi! Ich werde verbrennt von Durst. Soll ich sagen, als das ist von dem Pitzel Hering, was ich habe gegessen vor Lunch? In Azatum geht der Essen Hering. A Litwak bleibt a Litwak. Baden it, please. Litwak Schmittag. Mein Adam is a Galizianer and esst mehr Hering far mir. Ich will gehen euch trinken a bottle of soda. Geid Gesinterheit.
Ich will warten auf euch. Allerweil wollt ihr gekannt. Sie sind gebrocht mir, Reb Simcha, sitzt auf die älteren Juren, hab ich ungeheuden zu laden auf Zicker, und ich tue nicht sie ihren Zickersode. Seid ihr aber heime? Wer heißt euch trinken Soda, was hat Zucker? Trinkt Soda und Zucker. A Soda special gemacht für solche Drachlies wie ihr. Trinkt? No, Kerl. Wo soll ich trinken? Ihr seid tame? No, Kerl. Was mein Jedene trinkt. Und sie hat mehr Zucker für euch. Ihr habt gehört von No, Kerl? Ich hab gehört, aber ich hab Möhre gehabt zu nehmen eine Chance. Beheime, mir geht es in die Hospitaler zu heilen. Wie heißt es? Ich sag euch doch. No, Kerl. Ja. Wunderbar, wunderbar. Dank. Bruria ist unser beliebter Higer-Poet, du in London. Ein Jiddisch-Lehrer und jiddisch-kultureller Aktivist mit ihr vor Covid heutigen Zwiebe. Bruria. Schönen Dank, WW. Ihr kennt mich, Herren, ja? Ja. Gut. Ich gehe lehnen drei von meinen Liedern. Und das erste Lied ist heraus in meiner letzten Sammlung Poesie. Was ist heraus in Tel Aviv mit dem Hey Leibig Verlag mit Daniel Galayen. Und es heißt Kallis Breches. So I'm going to read three of my poems. The first one was published in my latest collection, Kallis Breches and Other Poems in Tel Aviv with the Hey Leibig Publishing House with Daniel Galay, who's here today, in 2008. Und es ist die Zeit von einem Jahr, wo es ist noch was gewesen, ziemlich teure, mit drei Wochen zurück. Und es ist noch was gewesen, Parches Breches mit zwei Wochen zurück. Is a gute Zeit von einem Jahr zu lehnen noch einmal das Lied. So I'm going to read this poem because it's the time of the year when we just had Simcha Torah with 3 weeks ago and then started again with a Torah reading with Bereshit, Bereshis. So it's the best time of the year to read this poem again. Kallis Bereshis. Ich bin die Kalle von einem Onheb von der Beschaffung, die Singerin von Gerosen. Hört sich zu die Klangen von Breches, zum Räuschen von die Wasseren in der Finster, zum ersten Wort von der Beschaffung, Jehi Or, und es ist geworden Licht, der Onheb von der Beschaffung. Ich bin die Kalle von dem Onheb von der Beschaffung, die Singerin von Gerosen. Grosen wachsen parmählich über den Ponim von der Erd, über die Wunden von dem Harz von der Welt. Das Harz von der Welt darf ein neuem Onheb. Ich bin die Kalle von einem neuem Onheb, die Singerin von Grosen. Nur die Singerin von Grosen ist mied und ungeduldig. Soll der neue Onheb schon kommen bald. Schön. Und das zweite Lied ist ein bisschen naher. Ich habe es angeschrieben in 2018 und es ist noch nicht rein in meine letzte Sammlung Poesie. Es wird mir sicher mal rein in meine dritte Sammlung Poesie. Second poem is a bit newer. It was written in 2018 and did not form part of my last collection of poetry, but will hopefully be in my third collection. Merci Shem. Du bist da. Ihr kennt beiden den Mekran? Das zweite Lied? Ja, das ist auf seinem zweiten Lied. Du kannst nicht sehen? Nein? Ich kenne ihn sehen. Ja. Ja, du bist gewesen da, ja? Ja. Bruria?
Wenn ich als Bruder ist verschwinden jetzt, ja? Bruder? Wo bist du, Bruder? Okay, ich meine, als wir wollen kommen zurück zu Bruder, ja? Okay. Sag mich, was ich kann sehen, als sie ist da. Ah ja. Ich bin zurück. Mein Internet hat nicht gearbeitet. Ja. Wir können mich noch hören? Ja. Ja. Wir können sehen. Gut. Gut, ich kann gar nicht sehen, ob ich mich mich hören kann. Du bist gewann da. Du bist gewann da. Und Malochim haben sich herabgebeugt zu uns und uns angerührt mit sehr zarten Flügeln. Du bist gewann da, darf sein genug. Die Muse hat sich umgekehrt zu mir, ganz umgericht, noch eine Zeit von Woglenich, und hat mich genommen bei der Hand, was schreibt Poesie. Die Muse ist gewann da, darf sein genug. Das Glück ist gewann da, auf ein paar Reges von zärtlicher Freundschaft, also sacht und lind wie keinmal nicht früher, ein neuer, zarter Schecheano. Auf ein paar Reges. Das Glück ist gewann da, darf sein genug. Du bist gewann da, darf sein genug. Wow. Sehr schön. Und das letzte Lied, was ich gelernt habe, ist von meiner ersten Sammlung Poesie, eurer zweisprachige Sammlung. Poesie, was ist heraus mit dem Heilewig Verlag in Tel Aviv im Jahr 2012. The last poem I'm going to read now, so my first bilingual poetry collection that was also published in Tel Aviv by the Heilewig Verlag. Tränenlied. Wie ein Lied lege ich herein meine Tränen in dein Hand. Und es rollen sich mehr, als sie wachsen, in seiner ganzer Schönheit und Umwelt und Glück. Auf viele, wenn meine Tränen gefinnen in dein Hand, hielt mir auf, mein Liebschaft. Auf viele, wenn meine Tränen wachsen nicht auf dein Hand, zerblieben sich nicht, hielt mir auf, mein Rollen. Wie ein Lied. Leg ich herein meine Tränen in dein Hand. Äfscher werden sie wachsen und sich zerblieben in seiner ganzer Schönheit und verwandeln all dem Umwelt in Licht. Wunderbar, wunderbar. Danke, danke, Maria. Sehr schön. Vielen Dank. Und jetzt geben wir einen Gruß zu Doron Modon von Israel. Doron. Seid ihr so gut? Ah, okay. Ah, danke. Ich will verlernen ein Lied von der amerikanischen Poetesse Ella Willa Wilcox. Und warum habe ich übersetzt auf Jiddisch darf kein demdosigen Lied? Es heißt, ich bin die Stimme von dem Stimmlosen. Und es redt wegen Chayes. Efter ihr wisst, dass Yitzchok Bashevis Singer ist gewähner Vegetarianer und er hat oft geschrieben der Wegen. Aber ich erst in späteren Älter, wenn ich bin gewähn 48 Jahren, ob ich ausgebreitet, also sozusagen dem Kreis von meinem Mitleid und Mitgefühlen nicht nur zu Menschen, aber auch zu dem, was ist mein Schuchen, was teilt mit mir dem Erdkelch. Emsen, wo es kennt vielen Meure und Elendkeit wie ich und kennt vielen Druck, wenn er kennt gut Ottemen, Punkt wie ich. Emsen, wo es admiriert im Un, der warte, dass es so sein mit Zartkeit und Liebe. Schon das Lied hat mich stark gerührt und es ist interessant, dass dasselbe Lied mit ein paar Jahren zurück, wollt auf mir bichlal nicht gewirkt. Weil etwas in mir ist gewesen, ist um verschlossen. Ich bin gewesen überrascht zum Guten, also viel spät ist eine Änderung bei mir vorgekommen.
Und es wird sein, dass ich hören kann, ob ein Mensch von euch wird sich... So it's about animals, and Yitzhak Bashevis Zinger was a vegetarian, but I only at the age of 48, I enlarged the circle of my empathy and care from humans also to my neighbor that shares with me the planet. So someone who can feel pain like me, anxiety just like me, stress, loneliness, and so on. So this poem wouldn't mean much to me just a few years ago, and I was positively struck by the fact that such a change happened in me even at a later age. So I wonder if any of you will also feel connected to it. Okay, so hört bitte zu. Moment. Ja. Ich bin die Stimme. Moment. A minute. Ich bin die Stimme von dem Stimmlosen. Durch mir wird der Stumme reden. Bis wird das Gehör von der Täuberwelt hören, dem Geschrei von dem wortlosen Schwachen. Von der Gass, von der Steig, von Kanure, von dem Wald, von der Stau, der Geräu von meinem gepeinigten Stamm proklamiert aus dem Chet, von dem Starken gegen dem Schlafen. Euer Herz auf die Mames von Menschen, was haben sich nicht abgestellt, die zu lernen, wegen dem Zar, was liegt in die zarte Stummäugen. Der Zar, was hat nicht kein Kohl. Der selbige Koech hat dem Sperre überschaffen, dem Mensch ausgeformt, dem König. Der Eberste hat eine Schumme erteilt, dem Verpelzten und dem Federdicken euch. Und ich bin von meinem Bruder der Schäumer und will ich auskämpfen sein Kampf. Und das Wort will ich sagen für Haie und Vögel, bis wird sich die Welt zu erticken der Gein. Sehr schön. Oh ja. Sehr schön. Bravo. Bravo, Doron. Ja, sehr schön. From all of us. Donna Pinsky ist von Kanada und sie ist zurückgekommen zu uns zu singen noch einmal. Ja, ja. Und okay, also das Lied ist von der Verstellung Die Klugerleit von Helm, was wir haben gewollt sehen in Montreal in Juni, aber wir haben es nicht gekannt sehen. Und ich will singen ein Lied, was ich sage da. Ich will mit drei Call und ich will sein zwei Call, ich will es sein. Okay. Und es ist eine von Shoshana und Menachem, was seinen Menschen von Helm und sie seien sehr, sehr klug. Und Shoshana erzählt zu Menachem und er will sie erklären, was ist sein Problem. Mein Name ist Shoshana. Ich bin schön wie die Levana, ich bin süß wie Marzipane und hat 100.000 Chen. No was tag es mir, was schön ich bin, was voll nicht reiz und schön ich bin, als einsam und allein ich bin. Ach, einsam wie ein Stein. Ich bin schön, man sagt mir, als ich bin schön. Ich hab Chen, man sagt mir, als ich hab Chen. Nor ich bin einsam, nor ich bin einsam, einsam wie ein Stein. Sie ist schön, mir sagt sie, ja, sie ist schön. Ich bin schön, sie hat kein, mir sagt sie, ja, sie hat kein, ich hab kein. Nor sie ist einsam, nor sie ist einsam, einsam wie ein Stein. Shoshana, oi, Shoshana. Wie kommt es uns zum Wannen, am Meide Marzipane, so einsam und allein? Du blickst doch wie ein Rusche. Ah, danke, wie ein Rusche. Als Wusche, 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 bist einsam und allein. Du bist schön, mir sagt dir alles, du bist schön. Ich bin schön. Du hast schön, mir sagt dir alles, du hast schön. Ich hab schön. Nor du bist einsam, nor du bist einsam, einsam wie ein Stein. Sie ist schön, mir sagt sie, ja, sie ist schön. Ich bin schön. Sie hat kein, mir sagt sie, ja, sie hat kein. Ich hab kein. Nor sie ist einsam, nor
sie ist einsam, einsam wie ein Stein, wie ein Stein. Und es ist ein Covid wieder zu verstellen, Daniel Galay, euch vom Israel zu sagen ein paar Wörter wegen Beit Levik. Daniel, sei begrüßt. Daniel? Wo bist du, Daniel? Bist du verstummt? Ja, ja, jetzt ist es besser, gut. Ich habe an. Eider, ich rede euch vielisch wegen dem Text, was ihr hat für eure Augen, will ich sagen ein paar Wörter, was ist nicht verschrieben. I would like to say a few words that are not written. And I will speak about the Levik Publishing House, not about the Levik House and all the activity. And ich will reden nur wegen unser Verlag. Anes ist, was unser Verlag existiert. Mamesh Anes. It is a miracle that our publishing house is existing today because so many institutions disappeared. Also viel wichtige, gute jüdische Institutionen sind in Neilem geworden. Ich will zugeben, als mir der Verlag, unsere Bücher, sind ein Teil von Jüdischland. I say that we, our publishing house, our books are a part of Yiddishland. We are part of all the people that like Yiddish today. Wir haben sehr gute Mannschaft. Wir haben sehr gute Menschen, welche arbeiten in Levik Verlag, sei als Schreibers, sei als Übersetzers, sei als Korrektoren. Und es ist sehr ein harmonisches Gefühl und Stimmung zwischen uns alle. I say that we have a very good crew that is working in our publishing house with writers and translators and correctors, and this makes a very good feeling to all of us. And letztes Wort. Jeder einer von euch, ihr könnt wissen, wir haben schnell ausgegeben 150 Bücher und wir haben auch neue Bücher. Jeder einer, was will kaufen ein Buch und er weiß nicht genau was, soll zu mir schreiben und sagen, was sucht er? Und ich will rekommendieren ein Buch speziell für ihn. Everyone that is looking for a book, but does not know exactly which book, can write to us, to me, telling what kind of book, poetry, theater, what they are looking for, and I will try to recommend one of our books. Now, in the text that you have here, I will, ich will es besser übergeben, sehr Bekitzer, weil ich habe nur 6 Minuten. In Nonev rede ich wegen der Geschichte von Verlagen in Israel. In Israel sind gewöhnt tätig, als welche Verlagen, Jud Lamed Peretz Verlag und Israel Buch, welche jahrelang haben wir ausgegeben sehr gute Bücher. Und beide sind gewöhnt verbunden mit Parteien. Ob es ist mit Polizion, die linke Polizion, oder mit Mapam, ja. Die zwei wichtigen Verlagen existieren schon nicht, sind in unserem Jahrhundert der einzige Verlag, was gibt gesehen, der periodisch Arus Neue Bücher, das ist der Levik Verlag. Ich gehe lieber zu dem zweiten Paragraph. In den Jahren 70 und 80 Jahren sind gekommen in Israel eine Sache, neue Eulim und zwischen sie sehr gute jüdische Schreiber. Und die anderen traditionellen Verlagen
aber nicht gehabt keine Möglichkeit, ein Reus zu geben, ihre Schaffungen. Oder Levig Reus und jüdischer Schreiberverein beschlossen, zu schaffen einen eigenen Verlag, was trägt den Namen von Levig. Wir haben bis ein zu Tag herausgegeben 150 Bücher. Die Mehrheit in Jiddisch, nur sind dort zweisprachige Bücher, Jiddisch-Hebräisch, Hebräisch-Jiddisch und Jiddisch-Englisch. Und wir wollen eigentlich herausgeben ein erstes Buch, das ist Englisch in Mocker, übergesetzt auf Jiddisch. Unser Direktor ist Ronny Cohen, ein junger Mann, ein Sabre, was hat sich gelernt Jiddisch in den letzten Jahren. Und ich helfe ihm. Und wir haben andere gute, sehr bekümmerte Menschen wie Rivke Bassmann Ben Chaim, Israel Rudnitsky, Shlomo Lerman und andere, welche viel Neues, die verschiedenen Funktionen. In unserem Katalog haben wir die Londoner Poetessen Bruria Heike Wigand, zweisprachige Bücher ausgegeben, Jiddisch-Englisch und Jiddisch-Hebräisch. Wir haben ausgegeben Bücher von Rivka Bassmann, von David Katz, von Shira Gorschmann. Der Ledig Verlag hat ausgegeben zwei Bände, was ist eine Anthologie von jiddischer Literatur in Israel und es enthält Werk von 300 jiddischen Schreiber mit ihren Fotografien und Biografien. Und als Buch, die Bücher, die zwei Bänder, wollten gedacht sein in der Sachuniversitäten, in der Sach-Jiddischen Institutionen. Wir werden gestützt durch die nationale Instanz für jiddische Kultur in Israel. Das ist nicht genug. Bekommen wir Hilfe von anderen Faktoren, von privaten Faktoren, von Fundazien und wir suchen ständig für mehr Hilfe, die herauszugeben, mehr und mehr Bücher. Mir geben ein spezielles Interesse. It's now is the last paragraph, a special interest we put in die Schaffungen von neuen jiddischen Schreibern. Ich sage nicht junge, weil euch ältere können sein neue jiddische Schreiber, was wir alles geben, seine Schaffungen, Poesie, Dramaturgie, als ihr alle sollt wissen, als ihr habt eine Adresse. Wir haben auch mal ein Bücher mit Musik, mit Noten. Das ist ein Stück Remes zu Mike Heiser. Efter Alamor will man rausgeben, dein Buch mit Mordechai Gebirtigs Lieder zu deiner prächtigen Musik. Und ich verwende, ich will es früher sagen auf Englisch, später auf Jiddisch, Books are souls. These souls are looking now for their readers. Bücher sind Neshomes. Und die Neshomes ist suchen ihre Lehrers. Ein großen Dank euch. Ein Dank. Waren sich zu hören. Da unten, nur zwei Wörter. Da unten, wenn ihr wollt reingehen in unsere Seite, wird ihr sehen, wie ihr so ihr könnt kaufen Bücher. Sind nicht kompliziert. Da hat ihr eine Seite. Here you have a page where you can order a book with a price. We sell it. It's not complicated. We have it in Yiddish, in Hebrew, also in English, all the information. And we have a lot of films that we did through the years from our activities. They are most of them combined, Yiddish with Hebrew. We need to make it also in Hebrew to attract new audiences. And in the first row, you can say Mike Burstein. Mike Burstein visited Beit Levig and he remembered when he came to Israel, how friendly was to him the Levig house. Ich habe es gesagt, als Mike Burstein, der bekannte Künstler, Singer von die Burstein, mich spreche, wenn er besucht Israel, kommt er zu uns und er ermahnt sich in jene schönen Jahren, wie herzig
hat ihm unsere Sprache aufgenommen bei Slavik. Das ist es. Danke, herzlichen Dank, Daniel. Nicht auf einmal. Steve von Liverpool ist der Ballerboss von dem offenen jüdischen Mikrofon. Es ist gewesen sein Gedanke und zusammen mit ein paar Menschen, wir haben gehabt, kommen 3 Jahre von Aktivität. Steve. Oi, wei, der Ballerboss. Danke, Vivi. Nu, weiter? Ja. Jiddisch redt sich also gering, Jiddisch leik sich auf de Zing. Jiddisch redt Mamas, Tate seht es Babas, Ader Rabbe prüft auf Goyisch, so gut Schabes. Die Reute Jiddelich, Liverpool 1937. A Mama, ausgeputzt, in a chenefte Kleid, was sie hat allein genäht, sitzt Stillerheit mit ihrer Stimm und dicke Tochter, welcher porket sich nervös mit die Knäpplech von ihr Schulbluske. A Mann lehnt an Kegensee a Zeitung, von welchen schreit die Koppen Schure, der spanische Bürgerkrieg, 2000 Gestorbene. Aber das 12-jährig Mädel tracht wegen ihr eigene Zore. Heint ist Dienstig. Heint ist noch a Gottesdienst. Heint muss sie noch einmal aufstehen in mitten Klass, wenn der Lehrer ruft euch Rosenblum und a rausgehen allein von dem Zimmer mit reuter Bäckerlech, das einzige jiddische Mädel in dem Klass. Derfor hat sie eben gefragt bei der Mamen einen alten Refrain. Mama, für was kann ich nicht gehen in der jüdische Volksschule? Man hat sich nicht genötigt in ein Entfer. Die Schule ist in einem schmutzigen, armen Teil von der Stadt. Alle Kinder dort seien Grobianes, Burilles und so weiter. Alpi zu faul, in einem dosigen Moment, hat ihr Bescherte, das heißt mein Tate, abgeschlagen die gewöhnliche Befallen von die jungen Antisemiten, wenn er ist durchgelaufen durch die Gassen zwischen sein Heim und der jüdischen Volksschule, was ist nicht gewöhnt, weiter weg. Aber meine Eltern wollen erst sich treffen, nur in 13 Jahren rum. Mama, hat das Mädel ernst gesagt, ich will mehr nicht ausreden kein Jiddisch. Was kommt mir heraus von reden Jiddisch? Red Englisch mit mir. Ich schäm sich, als mir reden Jiddisch. Nu, gemacht, geendigt. Jiddisch redt sich also gering, Jiddisch leik sich auf de Zing. Liverpool, 1963. Efsche haben a paar Lehrer sich gekriegt mit der Woche zurück. Efsche hat a Lehrerin geschrien, was tun mir? Sie sehen Jerusche. Heint ist Dienstig. Und ich hab mein eigene Zorre. Wenn wir warten, alle hereinzugehen in dem größten Schulsaal von der jüdischen Volksschule, ist die Frage, Everton oder Liverpool? Die Fußballmannschaft, was ich hab gestützt von sind, ich bin gewähnt ein 5-jähriges Kind, ist gewähnt die Bloven. Das heißt Everton. Aber jetzt, mit 3 Jahren später ist die beste Fußballmannschaft Liverpool. Efsche ist die Reuterfarben nicht so schlecht. Man hat uns reingelost in Schulsaal. Ständig auf der Biene hat der Schuldirektor eine Macht getan mit die Hand
und wir haben sich weggesetzt. Der Mold proklamiert. Ah, danke. Der Mold hat proklamiert auf Englisch. Ich habe keinmal nicht gehört, ein jüdisches Wort bemäßigt meine Schuljahren. Kinder, heint ist ein wichtiger Tag. Heint wird sich verendigen, unser altmodischen Reusreit von Hebräisch. Heint, Kinder, wollen wir sich vereinigen mit unser Volk in Eretz Yisroel und herum der ganze Welt. Wir wollen, le Moschel, davenen dem Kaddish Azoi. Yit Gadal, ve Yit Gadash, Shemei Rabbah. Anstatt Yis Gadal, ve Yis Gadash, Shemei Rabbah. Es hat mich nicht geahnt, als Tater und Seide haben ein Reus gerettet dem Kaddisch Yisgadal und also weiter. Eine Spur von Ashkenaz. Sie sagen, versteht sich altmodisch. Ich wollte besser gestützt eine neue Mannschaft. Jetzt bin ich einer von den Reuter jiddelich. Sehr schön. Bravo. Jetzt wollen wir hören von Ines Grimland von Argentina. A grüß dir, Ines. Ja, mit Herrn. Ja, okay. Von Isaac Bashevitzinger, wo seist der erste Schlemiel? Man sagt, als ist du als Sach narische Menschen auf der Welt, als Sach Schlemazlen. Aber der erste Schlemazel ist gekommen von Helem und hat geheißen Schlemiel. Hat gehabt eine Frau Schlemiel und ein bisschen Kind, der kleine Schlemiel. Aber hat sein nicht gekannt mit Haber sein. Die Schlemielche ist auch schwer gehorbet. Sie ist aufgestanden sehr früh alle Tag, gegangen zum Markt und verkaufen Grins und Fruchten. Schlemiel ist geblieben im Stieb mit dem Kind und mit dem Hohn, was ist gewesen mit sie in derselben Zimmer. Schlemiel ist gewesen ein Fäuler, ein Nascher und hat lieb gehabt zu pfeffen. Einmal hat die Frau zugegreift, eingemacht. Oft am Morgen sind der Früh, wenn sie hat sich zugelegt zu gehen zu der Arbeit, hat sie geklärt, als wenn sie nicht sein Stieb, wird der Mann aufessen im Ganzen. Eider sie ist weggegangen zu der Arbeit und sie ihm gerufen. Schlemiel, komm her! Ich gehe weg zu arbeiten, aber ich darf dir uns sagen drei Sachen, sehr wichtige alle. Oi, sag schon, was willst du? Erstens, soll das Kind nicht wegfallen vom Wiedele. Wird nicht wegfallen. Der Hohn geht nicht raus vom Stieb. Wird nicht rausgehen. Und oberäub, sei sehr vorsichtig. Dorten ist du als Leut mit Sam. Sollst es a viele nicht versuchen. Ob die es versuchen, wirst du bald weg vom Leben. Oi, geh schon, ich will nicht versuchen. Oi, Schlemiel ist gewesen, als Sarah Feuler und als Nascher. Wenn die Frau ist weggegangen, hat genommen das Kind weggelegt im Wiegele und ihm gesungen. Schlaf, mein Ingele, schlaf, die Mama wird kommen vom Markt. Wird sie dir bringen eine Pelle, wird sein gesund ein Kepele. Das Kind ist entschlafen geworden und Schlemiel euchet. Und hat geholen. Hat geholen, dass ist ein König. Und ist gesitzen mit seiner Freude im Alke. Und sie hat ihm gesagt, oi mein König, ich bin so glücklich, als du bist, mein Mann. Und wie stolz unser Kind, weil du bist sein Tate. Weil Schlemiel hat geholen, sein süßen Holem,
und der Horn um zu schreien, zu kreien. Und wenn der Horn hat gekreit, hat seine Stimme geklangt, so wie ein Feuerschreck. Und wenn es ist geklangen, ein Feuerschreck in Kelem, ist, weil es ist ausgebrochen, als Reife. Schlemiel hat sich vollgeweckt, ein Verzittener. Er hat sich verschöpft in der Wiegele gesprungen. Das Kind ist herausgeflogen vom Wiegele und er ist gelaufen zum Fenster zu sehen, wo ist die Reife. Wenn der Hahn hat gesehen an offenem Fenster, hat er gegeben einen Sprung und er weggelaufen. Oi wei, komm mal her, komm zurück. Oi mein Weib, zurück, mein Hund, die wird nicht sein, wenn sie schreien. Oi, oh, ich kann schon nicht durchhalten, wenn sie schreit. Aber der Hahn ist gelaufen über der Schnee und sie ist nicht gewöhnt als Reife. Schlemiel hat vermacht am Fenster, geäuben das Kind, was hat sehr schrecklich geweint und hat einen großen Beil im Kopf. Er hat ihn beruhigt, noch einmal weggelegt in Wiegele und genommen Trachten in seine Zures. Oi wei, wenn seine Freude zurückkommen und sie wird nicht sehen dem Horn und ihn stirbt. Und sie wird sehen das Kind mit dem Beul im Kopf. Oh, sie wird schreien und schreien und schreien. Und oh, ich kann schon mehr nicht aushalten. Das ist nicht kein Leben, hat er getracht. Zu leben also ist besser sein Tod. Und er hat gesagt, dass er wird sich nehmen das Leben. Aber wie soll tut man das? Plötzlich hat er sich der Mond, als sein Freund gerät von einem Leuk auf Sam, was ist gestanden dort neben der Polizei. Er hat genommen eine Bänkele und genommen das Leuk und versucht. Es ist du, süßere und säuere Samen, aber sich besser sich versammeln mit einem süßen Sam. Und er versucht, bis er hat den ganzen Neuf gegessen. Und dann hat er sich weggelegt im Bett, warten von der Teut. Aber der Teut ist nicht gekommen. Der Malachamuves ist nicht gekommen. Er ist geworden sehr durstig. Zu trinken ein bisschen Wasser hat er gedacht, gehen 200 Meter zu der Brunnen. Ach, das ist zu viel zu gehen. Und er hat sich der Mond als sein Weib und gehabt behalten, eine Flasche Wein. Wein ist teuer, aber wenn ein Mensch geht sterben, sie wusste, darf er etwas aufsporen. Er hat sich aufgehoben, genommen den Flasche Wein und getrunken, im Ganzen. Und dann hat er sich noch einmal weggelegt, sicher, als es wird kommen, der Tod. Und wenn er hat schon geholt, dass er ist gewesen mit dem Malochim lag dort in den Himmel, hat er plötzlich gehört seine freie Stimme. Wie soll es sein, als ich soll hören, meine freie Stimme, als ich mich schon erteuter? Er hat sich geholfen und getappt wie Wand und dort ist gewesen seine Freude. Schlemiel, was ist du geschehen? Schlemiel, wo ist der Hahn? Schlemiel, wo ist das Kind im Kopf? Oi, Schlemiel! Wart ein bisschen, schrei schon nicht mehr. Die wird bald sein an Almune. Ich will bald sterben. Sterben an Almune. Oi, wie seht euch, als so gesund, als ihr wie fährt. Aber ich hoffe, euch gegessen, der Sam. Ich habe es gegessen, der Sam. Aber ich habe es gesucht, die Gäste schon. Du bist nicht gewöhnt, ganz Sam. Du bist gewöhnt, eingemacht. Aber die hat mir gesagt, dass du bist gewöhnt, Sam. Ich habe dir gesagt, du sollst es nicht teufeln. Nein, die hat es im Ganzen neu gegessen. Nein, wei, wei. Und die Frau hat geweint und geweint. Schlemiel hat euch geweint, aber Glücklichkeit, weil er wird nicht sterben. Das Kind hat euch geholfen zu weinen. Die Schreiner sind gekommen zu sehen, was ist dort geschehen.
Schlemiel hat den ganzen erzählt. Und ich rein ihm, ob er ihm gebracht noch ein Fläschchen Wein mit noch ein Sleuk eingemacht. Wenn in Helem ist etwas geschehen, eine Sache, was in geschieht nicht alle Tage, ob er sich zugenommen alle Chachomim. Und sie haben getragen, 7 Nächte und 7 Tage. Und sie sind gekommen zu einem Sphär. Afroi, wo sollt ein Mann zu bedienen, ein Kind zu hodeven und ein Hund anzukommen, torkei mal nicht suchen, der Mann erliegen. Sie können nicht suchen, als ein Sleuk eingemacht ist, ein Sleuk Sam oder verkehrt, als ein Sleuk von Sam ist eingemacht. Euch, ständig, also über der Mensch soll sein ein Fäuler, ein zu Teugernischer und überäubt ist über ist ein Nemeser, Schlemazel. Sehr schön. Danke. Abzeit. Mischa ist ein Amerikaner in London und er ist ein Faker, Übersetzer und Moller. Mischa. Ah, danke. Wie soll ich einen Folgen so acht? Oi. Ich will lernen ein Lied von Aaron Glansley Ellis, was ist gewesen, Dichter, Schreiber, einer von den Gründern von der Zentral-Jiddische Kulturorganisation und Volksschulen in Amerika und in Kanada. So I will read a poem by Aaron Glansley Ellis, who was a writer, a poet, founder of the Central Yiddish Culture Organization and schools in America and Canada. And er hat die Figur aufgeschrieben, was heißt Fabius Lind. Und Fabius Lind, ich meine, er macht häufig von sich allein in dem Figur. So he has this character whose name is Fabius Lind, and I feel like it's a sort of a mocking self-portrait, as is his pen name, Glansley Ellis, his pen name, Brilliantley Ellis. No, Fabius Lind's tag. Fabius Lind's tag gehen op in blut, durchfallen in reute schlängerlich leidigen aus die Oderen, in Kopf mutne weiße Flecken zu tummlenisch, und das Herz ist schwer beladen. Er wollt, groß gespenzen meures Heure in der Sinnen vor die Augen, und etwas in angezeugener Beugen, was zielt in Samer Spitznose. Fabius Lind verschracht sich, verlehnt sich, verzieht von verleurenisch die Petria rum Hals. Vor was kann sich Fabius Lind nicht anhaben vor die Pallas von der Zeit und mitgehen mit in die Reihen von allen Marschierers. Vor was kann er nicht fortan zurück zum kindischen Spielhof und bringen von dorten die pfeiflich aufzupfeifen sich das Lied von Beruhen. Vor was ist er so gleichgültig bei Leweia und er so der nie wird bei Geburt? Von was kann er nicht der Chabtan, beide Huren, Teut und Leben
und losen sich mit sie in ein heilig narrisch Rekudel. Nur wenn man fragt ihr den Fabius Lind, keinem nicht, bloß sich allein. Und wollt ihr gekonnt, ois Mäuchen ein Entfer, wollt ihr nicht gefragt. Fabius Lind ist in Ort die Tag von Grada Relsen gar nicht wach. Geht darum schauen, Tag, und holen Gola nicht an, a Zeit was nicht da, a Land was nicht da, Menschen was nicht da, a Fabius Lind was nicht da. Ja! Ja, wollt, wollt, wollt. Der Verlang, der Gedank, flieht weg auf ein nicht gebetenem Wind und kommt zurück wie ein Keul Reuch. Der Heschbendicker Moich hat Fabius Lind kein Mal nicht gut gedient. Und ein herzlichen Willkommen zu noch ein Argentiner, Sergio Lehrer. Sergio, Shimshon. Hey, agit nuvent lei Hallemen, mein Name ist Shimshon. Choboi chagoyischen Numen, Sergio Lehrer. Ich wohne in Argentinien, Buenos Aires. Ich bin ein jüdischer, hebräischer, spanischer Schauspieler. Und ich will euch erzählen, dass ich habe übergesetzt knapp 60 Lieder, spanische Lieder, etliche von sie euch in Englisch übergesetzt auf Jiddisch. Und ich will euch singen für euch ein Schlager von den 60er. Und trotz seinen schönen Rieber, 60 Jahre, 50 Jahre, knappe 50 Jahre, ich meine, dass alle kennen den dosigen Schlager. Bésame mucho ist es auf Spanisch. Kishmir, Kishmir, Keseider, wie's wohl gewesen die Nacht durchs letzte Mal. Kishmir, Kishmir, Keseider, weil hob moire dir fallin noch dem. Kishmir, Kishmir, Keseider, wie's wohl gewesen die Nacht durchs letzte Mal. Kishmir, Kishmir, Keseider, weil hob moire dir fallin noch dem. Ich will dir um dabei. Sich kicken deine Augen, dir sind neuen zu mir. As a sefscher Morgen, we sein weit, sehr weit von mir. Kishmir, Kishmir, Keseider, wie's wohl gewesen die Nacht, du's letzte Mal. Kishmir, oi Kishmir, Keseider, weil hob moire dir fallin noch dein. Ich will dir um dabei, sich kicken deine Augen, dir sind noch ein Zemir, tracht das Efscher Morgen, weil sein weit, sehr weit find dir, der fahr ich zu dir. Kishmir, Kishmir, Keseider, wie's wohl gewesen die Nacht durchs letzte Mal. Kishmir,
Kishmir Keseider, weil hob moire dir verlieren noch dein. Das ist für mich ein paar Genügen, weil wir haben das gesungen in Spanisch-Klasse, wenn ich bin ein Jahr von zehn oder also. Und zum Sof, lassen wir begrüßen unsere teure Chaverte Tamara. Tamara. Schalom Aleichem, es ist ein Vergnügen zu spielen mit euch, weil jetzt wollen wir spielen. So it's a pleasure to be able to play with you, because right now we're going to play. And unser Spiel wird sein, also ich habe zugegräht an erich 8 Sprichwörter, was haben ein Scheiches mit Essen. Und ihr müsst treffen das Wort, was ich habe nicht geschrieben. So, I prepared a game about sayings related to food. And what you have to do is write in the chat the word that is missing. So, I will read the saying. Ich will lernen das Sprichwort. And you will have to write very quickly in the chat, in transliteration or in Yiddish letters, what the word that is missing. I just want to say that I took these sayings from Yivo. So Yivo compiled a list of sayings and made kind of a game, and I adapted it for the computer. So and I ask the rest of the organizers to keep a record or who is winning. So next time that we see each other face to face, I can give you some Mexican sweets. Gut. Hoy lo mir kontrollieren wer gewinnt, wer schreibt in Chat früher, und ich will euch geben etwas ist das Comedy Camo, was mir treffen sich pone mal pone. Nein, das ist ein bisschen ein Witz. Gut. So you basically have to write in the chat the word that is missing. And of course, I just want to explain that sayings do not have they can have like a literal translation, but the translation I have included is not the literal one. It's the one that actually explains, or it's similar to the Yiddish one. Okay, as Lominon Heben, Vivi, gut. So neuf mischen mit Wotschwenem. Mixing apples and oranges. Lass mal sehen, was der Eulem sagt. Schreibt ein bisschen zu neuf mischen. Was lädt sich nicht auf den Sichel? What doesn't make sense mixing? Ah, Vulves. Das ist interessant, Freil. Ah, dank. Vulves ist interessant. Tak interessant und es lädt sich nicht auf den Sichel. Lass mal sehen, mit sehr anders. Was will schreiben etwas? No? Okay, bitte. Zu neuf mischen Kasche mit Bodschwene. Das ist etwas, was mit tut nicht. Go? Ja, gut. Ah, danke, Vivi. Morgen noch einen kalten. Das ist ein Sprichwort, was hat zu tun ist. Ha, interessant. Kugel! Kone kevod, Mindy. Jo, es ist take Kugel. Jo, when pigs fly. Morgen noch einen kalten Kugel. Schkoyach, Mindy. Jetzt der Geschmack ist der Fisch auf jenem Tisch. Schkoyach, Freigl. Geschmack ist der Fisch auf jenem Tisch. Sehr gut. Gut. Bemokem she'ein ish, is a oicha Fisch. Schkoyach in Nessa, so hast du euch geschrieben Tisch. Bemokem she'ein ish, is a euch a Fisch. Und das Sprichwort ist sehr interessant, weil das Wort, was nicht dort ist, jo a Fisch. Bemokem she'ein ish, is a Harry, schkoyach, Mindy. Also sagst du, dass Mindy hat schon getroffen a Port, zwei, schkoyach, jo, Vivi. Gut.
reintun die ganze M in ein Knisch. Ja, der Knisch ist gefüllt mit Eier, das ist ein guter Entfernung, Koyach, aber es ist nicht Eier. Es ist etwas anderes. Was kann sein? And of course, the translation is put all your eggs in one basket. Aber in dem Fall, ist, was noch kann haben ein Knisch? Ein Knisch von? Was er mein Essen? Gut, Vivi, bitte. Kartoffel, ah, das ist interessant, gut getracht. Anointen die ganze Käse in ein Knisch. Bitte. Okay. Was noch? Oder soll kocht man die? Lokschen, sehr gut, Schoschke Reisel. Schkoyach, Mike, euch. Oder soll kocht man die Lokschen? That's how it's done. Schkoyach, gut. Und die, I actually did translate this literally, because I don't know the English expression. So if you want to translate them into English to the proper saying, that will be nice. Also ich habe ja übersetzt das, literal, nicht, weil ich kenne nicht die Sprichwörter auf Englisch so gut. Liebe ist süß, nur ist besser mit... Bräut, ja, sehr gut, sehr, sehr gut, Brudie, Schkoyach. Gut. Als kann der Mensch vergessen, nur nicht. Mame? Ah, das ist interessant. Nein, wir können ja vergessen, der Mamen. Gut, ja, danke, Bailey. Was noch? Was kann ein Mensch nicht vergessen zu essen, Schkoyach, Daniel, Schkoyach. Als kann der Mensch vergessen, nur nicht essen. Schkoyach. Besser gefüllte Fisch, eher gefüllte. Das ist sehr wichtig, speziell heutzutage mit Corona-Krise und so weiter. Nein, nicht Tisch. Besser gefüllte Fisch, eher gefüllte. Bitte. Nein. Jo, Vivi. Lommer sehen. Okay, besser gefüllte Fisch, eher gefüllte Zores. Jo, für die, was haben nicht lieb gefüllte Fisch, es ist besser, jo, zu essen gefüllte Fisch, eher wie zu essen gefüllte Zores. Jo, gehackte Zores. Und das ist alt, das sind wenn die Sprichwörter, das mal. Und ich hoffe, dass ihr heute auch noch gehört von dem. Sehr schön, na dank. Okay, wir haben eine Hafsocke von 5 Minuten. Nur 5 Minuten. Komm bald zurück. Ah, ich habe vergessen zu sagen, dass es dachte sich, als Mindy hat gewonnen. Schkoyach Mindy. Das kommt nicht einmal, was wir treffen sich. Pony mal Pony, was wir kommen, etwas süß von mir. Und dann noch Bruria und Schoschke Reisel und andere, was haben wir getroffen. Schkoyach, es kommt euch als Schkoyach. Okay. Tamara, bist du? Ja, ich bin da, aber ich habe gedacht, dass wir vorgestellt Miriam, ga je noch einmal oder nicht? Nein, wir werden heben an mit ein Epis von Miriam Chaya. Sag mir, ob du kannst das hören. Klingen wird mir ständig in den Ohren. Als die hast mir gesucht, als die liebst noch nicht. In doch hoff ich hab dich nicht verloren, der Mond in dich verliebt, an jeder Minute. Ich weiß, die hast den anderen getroffen, in die meinst, dass jener ist dein Glück. Nur ich hab dich in das Leben nicht gerufen, als die Witzie mir kommen zurück. Herr, ich schon mein, dies muss wissen sein. Ich will warten auf dich, wenn ich es nicht.
warten auf dich, weil du bist mein Verlangen. Ich will warten auf dich, jeden Tag, jede Schuhe. Mag ich du in vier Jahren, mag ich werden alt in Gruß, oh, ich liebe dich. Ich will warten auf dich, bis der letzte Minit. Weil Kings fehlte dein Platz, vorne man wird nicht. Was beruhigt mein Herz, mein Glück, in dem Mist es bringen zurück. Weil ich lieb nur dich. Will ich warten auf dich? Ich will warten auf dich, weg es nehmen wie lang. Ich will warten auf dich, weil du bist mein Verlangen. Ich will warten auf dich, jeden Tag, jede Schuhe. Mig ist du jeden, vier Jahren, mig ist werden alt in Gruß. Ich will warten auf dich, bis du letzter Minute. Weil kein zweiter dein Platz, vornehmen wird kein Monat. Was beruhigt mein Herz, mein Glück? In dem Mist es schon bringen zurück, weil ich lieb nur mit dir, will ich warten auf dich. Wunderbar. Oh ja. Sehr schön. Miriam Chaya. Gut, schönen Dank. Nun, ich hoffe euch, als wir wollen nicht dürfen lang warten, bis wir wollen sich sehen, Ponem al Ponem und nicht bloß Ponembuch al Ponembuch, jo. I really hope it won't be long before we will see each other face to face and not just on Facebook. Amen. Halavai. No. Pesach ist eine schöne Zeit und verbringen mit Freund, mit Mischpoche und Praven in dem Seder. Es ist euch eine Zeit für verschiedene Essen, so dass wir essen nicht das ganze Jahr. So Pesach is a time of spending with family and friends and having the Seder and eating things that we don't normally eat during the rest of the year. In Beitel Menschen wird es nicht so gut in Beuch. And some of us start to have digestive problems when during this time of year. Nu, was kann man essen? In der weiter dicke Reklame tracht man uns ein neue Essen in Amerika. So what can you eat during Passover to stop your stomach problems? Here's what some folks thought of as a new American treat. Und ihr sollt mir wieder Meuchel sein, wo sich viel zwei Rolles in einem. So sorry, I'm playing again two roles at once. This was actually originally an audio and I'm doing video now, so. Gut. In the Yiddish Hois, Chole Moed Pesach. Wo streist diese Charim? Geh setz dich weg. Du hast gewollt etwas abbiestien? Wo skrimst du sich wuss? Ich hab Meure als du Stickelfisch, was die hast mir Nächten gegeben. Ein schwarzer Kuhn soll mir ausgehen zu meines Sohnes Kepp. Geh, setz dich weg. Ich mach dir Matzebrei. Äfscher wollt mir heint ausgeschnitzen, die Matzebrei. Der Bauch wird mir so ungepäuschen für die Matzebrei, dass ich kann sich von Ort nicht rühren. Willst nicht? Darf man nicht. Ich will gehen sitzen, sorgen, als die wirst nicht essen. Wart, was hat Harry früher gegessen, was hat er so umgequollen? Was hat er gegessen? Gar nicht. Ein Stückel Matze mit Cream Cheese.
Du hast Cream Cheese? Gaslin Tess, wo schweigst du? Ich bin schon noch ein Stückel Cream Cheese, also geh aus. Wemen hast du? Breakstones? Breakstones, Breakstones. Wenn denn ich andere? Danke. Skoyach, a großen herzlichen Dank fürs Gesehen am Echaie zu hören dir. Jetzt wird Miriam Isaacs lehnen für uns. Seid begrüßt. A Dank, a schönen Dank. Also ich mein da vom, ja, dort mein Gigan, der Keuer von jüdischen Humor und was ich will, ist der Vorlehnen. Von seinem Memoir, was ist er raus in 1974, ist von 1962, ein Monolog, was er hat getan in New York für einen Eulim, einen Amerikaner Eulim. Also er schreibt, dass er geht angetan in einer alten Kapelitsch mit einer Schirim in einer Verzeihler. Also er ist der Menachem Mendel. Weil wir meinen, dass ihr kennt schon dem richtigen Menachem Mendel, hat ihr ein größten Tor. Dreht sich herum eine Welt mit Menachem Mendels. Aber wie kommen sie zu mir? Ich bin ein schuldiger Menachem Mendel. Ein Wattig, ein langjähriger Menachem Mendel. Nicht von Heinz. Ein heintiger Wattig ist ein gewesener Eule und ein zukünftiger Jöret. Ich bin hergekommen zusammen mit der Medina und ich habe gar nicht erlebt dazu. Ich bin heimgekommen und mein ganz Vermögen gewann 1 Pfund. Hergekommen, ja. Ich habe mich schon auf euch gearbeitet. Ich bin schon schuldig Menschen Tausender. Die Medina hat sich entwickelt, ich euch. Die Medina hat gebaut, ich euch. Die Medina hat sich geborgt, Geld, ich euch. Die Medina zahlt die Käufes, ich nicht. Sanafkemine, abis ist da Medina, a feine Medina, a teure Medina, sehr teure von Tag zu Tag. Emes, sind doch es reine Säure. Aber eine Medina kann nicht bestehen von bloß Fällern. Das sein, das ist keine Sorge. Aber die Sorge ist das, was man lässt mich nicht helfen der Medina. Wenn man lässt mich zu, wohl da alles anders ausgesehen. Nehmt die Marshall dem istigen ökonomischen Krise. Was ist Gewalt? Was ist Geschrei? Alle Wesen. Es macht sich eine Krise, macht sich Arbeitslose. Und wir können verstehen, aber absagen Menschen von der Arbeit, das ist nicht jäuschendig. Und das ist gerät geworden in 1962. Wenn die Menschen wollten früher Jorge Arbeit, verstehe ich. Man sagt sie ab, aber sie haben da früher euch nicht gearbeitet. Sollen sie arbeiten weiter? Jetzt sagt man, geht man absagen ein paar tausend Beamte. Was ist der Öftu? Eine Narrigkeit. Wenn sie fragen mich, gebe ich sie Azar-Eze, als sie wollten nicht gedarft absagen, kein ein Pocket. Und es wollte nicht gekostet, der Medina kein ein Piastre. Ja, so? So, Poshit. Wollte reingegangen, zu der Firma Wysocki Tee, von die Tee, und sie aufgewiesen, wie viel sie haben Chesig, als Pekidim arbeiten nicht. Die Firma allein wird ausgehalten, alle Beamte. Sie sagt, als unsere Moloche Bank hat nicht kein Eigengeld. Und wenn haben sie gehabt Eigengeld? Und als man nicht kein eigenes Geld, holt man euch so viel Bank mit so viel Filies? Wer bedarf hat man so viel Bank? Mehle Bankler verstehe ich. Das darf man als Sache. Aber Bank?
zu dem Äußer, was unser Finanzminister hat, bedarf man haben eine Bank? Dem Äußer kann man reinlegen in eine Kleinbeitale. Wenn man lässt mich zu, liquidiere ich alle Bank und los nur über die Filies. Und es wird aufgemacht auf jeden Bürger drei Filies, ist wenig. Unsere Ministerien brechen sich die Cap, wie sie raten die ökonomische Lage. Haben sie ausgetragen, Pläne auf Pläne mit öfter 100 Punkten. Wer darf haben solche Punkten? Wenn man lässt mich zu, mache ich von allen 100 Punkten noch einen Punkt. Punkt verkehrt. Ihr könnt noch sagen, dass ich rede Narrigkeiten. Aber Narrigkeiten in Israel ist euch nicht kein billiger Artikel. Wir zahlen dafür genug Teile. Unsere Regierung appelliert, man soll nicht machen, keine Panik. Kein der Krise ist nicht keine Krise und die Arbeitslosigkeit ist planiert und Leute sehen, Statistik geht als Beseder. Habe ich mir gemacht an eigene Statistik. Was weiß sicher aus, als es muss sein eine Krise, weil keiner arbeitet nicht. Leute, meine Statistik, ich will euch bald machen, nach Hespen. Wir haben in Medina über 2 Millionen Bürger. Die Armee und die Polizei rechnen ich nicht. Das heißt, 2 Millionen Bürger von dem 500.000 Kinder und 500.000 sind keine. Was arbeiten nicht? Hat ihr schon 1 Million? Halt's Kopf. Ich habe mir 500.000 Schnorrer und 500.000 Mischgäuen. Was arbeiten euch nicht? Hat ihr schon 2 Millionen Bürger, was tun nicht die Hand in kaltem Wasser? Bleibt noch über ich und mein Freund. Mein Freund hat nicht kein Keuch. Soll ich einer allein arbeiten für die ganze Medina? Will ich nicht. Emes, unsere Regierung führt jetzt an Absparungspolitik. Ganz schön. Mit Absparen. Aber ich kann nicht verstehen, eine Sache. Für was will sie nur sparen, noch ein ausgebendes Geld und nicht für ein ausgebendes Geld? Ausgebäuert, Regierungsgebäude, 10 Stock, 15 Stock. Wenn man will mit dem na Teufel. Also ist man gelaufen 3 Stock. Man hat gar nicht gepeult. Jetzt läuft man 14 Stock, bis man peult gar nicht. Es merkt euch mir sagen, 1000 Mal Menachem Mendel. Noch wenn ich habe die Idee, gehe ich von Ministerium zu Ministerium und mache eine Ordnung. Nehmt unser Post. Euch Defizitgeschäft. Die Sache ist noch, was der Defizit geht nicht wie die Brief. Es weiß zwar, was man fährt, so viel von, man fährt so viel von uns kein Ausland. Man fährt abgeben die Brief. Nach was kommt der Reus? Als man lässt mich nicht zu, hab nicht kein Masel, Menachem Mendel. Wenn ich hab Masel, wollte ich heute da gestanden. Ich wollte schon heim gewähnen am Minister, aber man lässt mich nicht zu. Noch eine Sache. Wir haben am Bediener kontrolliert. Ein wohler Mensch, ein ordentlicher Mensch. Ein Simen, schon 10 Jahre, wie er schreit, als man Fachlewitz Geld in der Medina. Er hat gesehen, als man hört nicht, hat nicht kein hat er gemacht, a Gewalt. Hat man etwas getan dazu? Und als man tut gar nicht dazu,
da was bedarf man am Bediener kontrollieren. Er soll schreien, als man gern wird. Und an ihm weiß man nicht. Skoyach! Skoyach! Einen großen herzlichen Dank! Einen großen Dank! Und jetzt stelle mit uns Frego. Frego, sei begrüßt. Dank. Jetzt will ich gerade drei Lieder von Shuli Elisheva. Sie ist Schreiber, Jiddischlehrer, Forscher und sie tut sehr interessante Arbeit, was man kann als das gefunden auf creativeshuli.com und euch auch mehr Lieder auf Jiddisch mit Übersetzungen auf Englisch. Und ja, die Übersetzungen, was ich habe gestellt mit die jüdischen Wörter, sie seien kiemat dieselbe von Jiddisch zu Englisch, aber sie seien Shuli Elisheva's Übersetzungen und einmal sie seien ein bisschen anders. So in English, I'm going to read some poetry from Shuli Elisheva, who is a writer, a researcher, a Yiddish teacher, and she has a lot of cool work on her website where you can also read more of her poems. They're translated from Yiddish to English, but often they're not exactly a direct translation, sometimes to keep the rhyme. So you'll still get the gist of it. Okay, der erste Lied. Das Herz zerspalt sich auf dreien. Das Herz zerspalt sich auf dreien. Auf dreien zerspalt sich das Herz. Ein Drittel zu laufen zum Land von die Elfen. Es singt und es springt, nur man treibt immer weg. Ein Drittel zu folgen zum Land von die Fees. Es winkelt und glänzt, nur man treibt immer raus. Und das Dritte, es schwebt bei einer Schmarsches, nicht her, nicht dahin, und es tanzt und es glänzt, als allein, bloß für sich, weil im Land von die Elfen, man sagt zu der Fee, im Land von die Fees, man sagt zu den Elf. Und das Herz, was zerspalt sich, zerspalt sich, zerspalt sich, wer hat den Mut, Geschick, Verstand, Mäude zu sein und sich wissen zu sein, als das Herz ist ein Elf und sie ist gar nicht kein Elf. Als das Herz ist eine Fee und gar nicht kein Fee. Keiner versteht nicht, keiner will nicht. Das Herz zerspalt sich. Ist das sein beschert? Etchina. Heiliger Beschäfer, hast beschaffen Jitzhok Avinu mit dem männlichen Guf und dem weiblichen Zell. Hast beschaffen Dina was Lea Aminu als der Mannspiel und getäuscht ihr Min in der Scheuß. Und mich, hast euch beschaffen, hab ich denn, wie Yitzhok männlichen Guf mit der weiblichen Zell, hast mich beschaffen als der Freu, waren mich verwandeln in einen Mann, nur vergessen mir das zu sagen? Helf mir, Beschäfer, von Yitzhok und Dina und Ani Hakotten, zu verstehen, wer, wie er soll und vor was ich bin. Der Wissenschaft ist nicht genug. Sie schweigt sich. In a Winkel, sehr Tinkel, in a Heisele in Bald, dort a Fea, Moladea, sitzt allein und murmelt bald. Bald wird man wissen, bald wird man verstehen. Nur gar nicht wird man wissen und gar nicht nicht verstehen. Und die Fee Moladea schweigt sich. Liu, liu, liu. Skoyach, sehr schön, sehr, sehr rühmlich. Dank. Herzlichen Dank. Jetzt wollen wir hören von Vivin. Vivi, seid begrüßt.
Dank Tamara. Ich will suchen ein bisschen und wir wollen hören ein bisschen wegen ein Lied. Ein Lied, und der Name von der, das Lied ist Hashivenu Nazad. Das Lied ist geschrieben geworden im Sommer in die 88er Jahren bei Avrom Goldfaden. Der Titel ist ein bisschen moderner. Hashivenu ist ein Wort von der Schabbestfeile, wenn die Teure ist zurückgenommen in der Arnkeudisch. Nazad ist Russisch. In Jiddisch ist kehr uns zurück. Aber wo ist zurück? Als Lommel hören, ob ich kann mit meiner Technologie ein bisschen von David Reutmann von Avrom Goldfadens Alied. Hatte Sorgkeit dem Schlaf, Erdona da, schenk mir noch was ab, verlangte der Schäf, zu sehr meine Brüder, und aus meinem Sohn, verwandelte Brüder, den sie ihr Vater lohnt. Ich hielt mir vorher, aber von was bringe ich ein Lied von Goldfaden, wenn ich bin ein Historiker von London? Ja, das ist der Frage, was ich weiß. Alle men fragen. Weil wir haben in London eine Parodie von dem Lied. In herum 1900, es ist eine Parodie, die erste Strophe ist gesungen geworden bei Esther Jaldowski, die Bube von Chaim Neslen, Oliver Scholem, und Chaim hat sie rekordiert. Und in dem Lied zurück zu was? Also das ist der erste Strophe von Esther. Schwach und mit zu leben verliegt, sich der Anlass, er entläuft hinterneigt. Er will leben frei, zu geben Maschbei auf Russland. In England ist Gringe, nicht du kein Tyrannei. Zu starben vor Hunger ist vor jeden dort frei. Keine Zures fällt ihm euch nicht, der hab sie ganz genieg. Er ist sich ohn mit sie satt. Man hört ihm nur schreien, wie kommt man circa heim. Hashivenu Nazad. Er blonget arim, in London im Tim, blinden Stimmen schreit, es ist nicht gitt. Ich seh ihm in Gas, seine Augen sind nass, sein Punim ist blass, in gegessen hat er nicht. Ein Jockel hat bald, der kennt, als er grine dort geht. Heibt ihm euch seine Hände und bar willkommen ihm mit der Feit. Betracht er ihm jetzt, dass du es euch nicht geht, als mer kennt du, geben asam matnes jad. In der freien Medine schlugt man euch das jid. Ist schon gleiche Hashivenu Nazad. London ist ein Land, wo es schätzt nur Talent, mit einem Luche in der Hand. Sorgt man schon nicht, betracht er der Grine, er ist schon ein Verdiener, geworden eine Maschine, in ihm ist schon Git. In Workshop er sitzt bei der Donkey und reit, er horbet, er schwitzt, es ist busy Zeit, die busy ist er weg, ob gehorvet a Schreck, er geht er im Miedenmaß, und die heimische Keuches sennen euch a weg, ist schon gleicher
Hashiveinu Nazad. Git a blick in der Lane, Petticoat Lane, wird ihr dorten sehen. Viele Menschen stehen auch abgelost dem Kopf. Zwischen See in der Mitte in der Korne Golsten Street steht a greener Jit und kickt euch a Job. A reiche Lady ist sie gekommen und git a wink zu ihm. Und willst ihr etwas verdienen? Trugt mir dem Boss, geht er heim. Er betracht die reiche Lady a kleine meugen Blick zu verdienen. Tracht er wollt nicht geschaut. Nur zudem bin ich gekommen, als du's will sein mein Glück. Ist schon gleiche, Hashiveinu Nazad, Hashiveinu Nazad, Hashiveinu Nazad. Aber wegen was ist das Lied, das Londoner Lied? Weil Hashiveinu Nazad kehrt uns zurück zu Mizrach Europa, wo Menschen haben nicht gehabt, kein genug Geld zu essen und hat man nicht gehabt, Arbeit. Aber, oder, einfach, es ist ein bisschen Propaganda. Propaganda von London. Weil die Tzedakah-Institutions in London, wie der Jewish, London Jewish Board of Guardians, und das ist der Binion in Middlesex Street, sie haben gegeben Hilfe zu den Immigranten, aber sie haben nicht gehabt genug Geld für alle die Immigranten, sie haben gehabt einen Gedanken. Als sie wollen ziehen Sachen, als Immigranten wollen nicht willen kommen in England. Und sie haben gemacht Reklame in die Zeitungen in Mizrach Europa. Komm nicht in England. Wir haben nicht keine Arbeit in England. Oder öfter ist es nur gewesen ein Theaterlied. Wissen wir nicht. Aber was wissen wir, ist, das Lied ist gewesen sehr populär. So populär, als viele andere Parodien haben seinen geschrieben geworden. Euch, zum Beispiel Josefs Buchkrom. Sie haben gemacht eine Reklame von das Lied und sie haben geschrieben, euch auf der Reklame haben sie geschrieben, als in der Buchkrom Menschen können kaufen Bücher, sie können kaufen Tefillin, sie können kaufen Wünschkarten für Rosh Hashanah und auch andere Sachen. Und jedes Mal, als der Buchkrom hat gehabt eine neue Adresse, haben sie gemacht eine andere Reklame, als wir haben ein erster Hashiveinu Nazad und ein zweiter und ein dritter und ein vierter und ein fünfter. Also das ist ein Londoner Meister von Hashiveinu Nazad. Ein Dank. Schkoyach, einen großen herzlichen Dank, Vivi. Das ist gewinnen. So interessant. Und jetzt der Arturo von Mexiko. Arturo, sei begriff. Sholem Aleichem, alle men, afargenigen zu sehen, also ich viel bekannte Penimer und Nassach andere, wo seine Nei. Ich habe etwas sehr kurz für euch, Heint. Etliche von euch kennen das schon. Das ist eine Übersetzung, was ich habe allein gemacht, von a Lied. Heint is der Tag von die Teute in Mexico. Today is the day of the death in Mexico. And this is not Halloween. This is its own thing. So, ich will nicht sagen, ich will sagen gar nicht, was hat eine Beziehung mit Teut. Aber ich habe ja gewollt lernen für euch. Ein Lied, was ich habe übergesetzt mit ein bisschen Zeit, Zurich. So I won't say anything regarding death itself or the topic or Mexicans, Mexican traditions, but I do want to show you a poem that a very brief poem that I translated a long time ago. Das Lied ist geschrieben geworden durch an aztekischer Kaiser. Der Epesakinik, was dorten wohnen, was ist gewena Poet. This is a poem that was written by an Aztec emperor. He was a poet
a bit like David, a poet and a king and a warrior. This is just to commemorate the today in Mexico, which is a very traditional day. So ich will es koidem kolleinen auf Fidisch und dennoch ich will machen an Übersetzung auf Englisch. Das ist sehr kurz. Ich bin verliebt in dem Gesang von der Zentzontle, Vogel von 400 Keules. Ich hab lieb dem Grünsteins Farb und dem schickerdigen Parfum von Blumen. Aber mehr wie das hab ich lieb mein Bruder, Benodem. I'm in love with the song of the Zentzontle, which is a type of an endemic bird in Mexico. Bird of 400 with 400 voices. The bird can actually do several dozens of voices. I love the color of the jade, green, and the and the exhilarating perfume of flowers. But more than that, I love man, meaning the human being. Jetzt will ich begrüßen zwei Künstler von Argentinien. Also wir bleiben jetzt in Lateinamerika. Wir seien sehr zufrieden zu haben, so viel Gäste von Lateinamerika. So I'm going to introduce very quickly the upcoming artists. They are from Argentina, and they created this original Yiddish song. It's both in Yiddish and Spanish. Das Lied ist beide auf Spanisch und auf Yiddish. Und da haben wir eine Übersetzung von Spanisch und von Englisch und euch die Wörter auf Yiddish. So here you have the different translations. It's an original song created by the two artists that we're about to listen. As seid begrüßt, Juan, seid ihr dorten? Welcome. Well, hi everyone. This is Juan Gravina. I'm here with my friend, Johnny Strugo. We are from Argentina. So we are going to perform this song. This song is called Parquito de Sal, Schiffele von Salz. It's a song that we both wrote. We wrote it in Spanish, but we wanted to do it half Spanish and half English, and half Yiddish, sorry. And for that, we had the translation from Esther Schwark, which is a great Yiddish teacher from Argentina, and also the help of Zulema Benveniste, a great Yiddish singer, for the pronunciation of the language, which I don't speak. So this is the song Barquito de Sal. We also made a video, a very beautiful video, that you can find it in YouTube, and you can share it if you like it. So we are going to play the song right now. We hope you guys like it. Dale. Voy a hacer un barquito de sal, voy a navegar y el viento conmigo. Deshacerme en este lugar es la tempestad, mi fuego dormido. Y viajar pintando los caminos. Y viajar pintando los caminos. Will machen a Schiffele von Salz und will sich schiffeln und mit mir der Wind. Nellem werden nicht od mein Bad.
quién soy, en dónde estoy, a dónde voy, no vuelvo, no, no vuelvo, no. Por el mar me voy, soy quién soy, en dónde estoy, a dónde voy, no vuelvo, no, no vuelvo, no. Strugo on drums and also a writer of the song with me. Oh. Well, we want to thank you very much for this. It's a big pleasure. We will post the link to your video in the chat. Wir wollen einstellen der Link von einem speziellen Video, was wir haben gemacht. Da im Chat sollen alle können sehen. De verdad, muchas gracias. Fue un großen herzlichen Dank. Gourmet. Thank you. It's a big pleasure to do this. We are very happy. So we hope you enjoyed the song as much as we did. And also again, you can see the video on YouTube. It's very nice, and you can share it if you want. So that's it. Thank you so much for having us here, and we hope we see each other soon, very soon. Skoyach. Skoyach. Wunderlich, Juan und Jonathan. Prachtig schön. Komm zurück. Wonderful, come back. yeah, we want. it's the Lomé Bagris and Mike Heiser from London. Ich will singen noch ein Lied von Mordechai Gebertig. Das Lied habe ich schon gesungen a paar Jahre zurück, aber nicht auf der virtuellen Open Mic. Das Lied heißt Sliches. Das Lied ist gewinnerreus in sein erste Liedversammlung, was heißt Vollstimmlich. Was ist gewinnerreus in Krocke in 1920. Man soll wissen, als gebürtig hos gemus dienen in der Erste Welt Milchome, via medizinische Hilfe, und er ist gewesen stark barriert von die alle schlechten Sachen, was er hat gesehen da. Dann, das Lied Sliches ist wegen Aid, was in der Yomim Narayin, was mich durch die Buch von Sliches, und er will beten von Gott, ob er sieht, als Gott ist nicht da, Gott will nicht hören, weil es gewinnt Sachen, schlechte Sachen. Für mich ist das sehr ein merkwürdiges Lied und euch nicht gut bekannt. Lehefer zu den Liedern, was ich habe gesungen in die letzte Open Mic von Gebürtig, ist das Lied gewinnt er uns in gebürtiges Leben, aber ohne Melodie. Das ist meine Melodie und ich meine, es ist das erste Mal, als einer hat
hat gemacht am Melodie von das Lied. So this is another song by Mordecai Gebertig. Unlike the Gebertig songs I've been singing recently, this one was published in his lifetime in his first collection of poems, Volksstimmlich, which came out in Krakow in 1920. During the First World War, Gebertig had to serve as a medical orderly in the Austrian army, and he was very moved by the by everything that he saw there. So this song is about a Jew who goes to pray with the book of Slichot, and he tries to play to God, but he finds that God won't hear him. And in the end, it says, close the book of Slichos, say Kaddish, because your God isn't there anymore. I think this is quite a remarkable song and not well known. And it's, as far as I know, it's the first time someone has set a melody to it. I did sing it in the open mic 2 years ago, but it's the first time it's been sung in the virtual open mic. Slichos. Yiddelech heilinke koshere yiddelech, so avoides havore steht oif. Mishtoif di slichus um mit di klod liderlech, eier altike taten weg doif. Mishtoif di slichus um mit di klod liderlech, eier altike taten weg doif. Im Bett weg join in hunderte Jahren, schweigt gleich und hält nicht kein Wort. Sie ist das Gebet ihm schon niemals geworden. Sie schämt mit Eich, doch sich dort. Sie ist das Gebet ihm schon niemals geworden. Sie schämt mit Eich, sich noch dort. Sie brennt nicht sein Sorgen, wenn seht von Himmel, was da auf sein Weltpool sich tut. Sein heiliger Bord liegt in Schmutz und in Schimmel, sein Erdreut betrunken mit Blut. Sein heiliger Bord liegt in Schmutz und in Schimmel, sein Erdreut betrunken mit Blut. Sie brennt nicht sein Sorgen, wenn seht von Eugen, wie täglich zerfällt sein Gebot. Am Mistre gemacht hat mein Dorf und sein Gläuben, wenn handelt, wenn schachert mit Gott. Am Mistre gemacht hat mein Dorf und sein Gläuben, wenn handelt, wenn schachert mit Gott. Sie entfällt nicht, weil hat ihm sein Himmel, sein Kisse hat Covid verfleckt, und geht's von neue Geräusch und Getummel, auf ewig war sich versteckt, und geht's von neue Geräusch und Getummel, auf ewig von euch sich versteckt. Jiddelech heilinke hört auf zu klagen, siehst dieser jedere Tränen, die Sliches vermacht, nehmt euch Kaddisch zu sorgen, eure Taten hört euch nicht mehr. Die Sliches vermacht, nehmt euch Kaddisch zu sorgen, eure Taten hört euch nicht mehr. Dank, Mike. Noch ein Liedl von Gebertig und noch ein schönes Nicken von dir.
Thanks, Mike. Another gebirtig song and another beautiful melody from you. It's Lomi Bagrisen, Barry Borch Smerin von Poilen. Guten Abend, Eire. Guten Abend, Eire Freund. Heinte will ich sich der Leuten zu sagen, ein paar Wörter wegen meiner Mami und wegen ihrer Schwester. Mein Mami, Rochel Miriam Midlasch, ist geboren geworden im Jahr 1922 in Londoner Quartal Whitechapel. Dort, Tage, wo es haben gewohnt, das Rot arme jüdische Immigranten. Sie gewann die dritte von vier Schwestern, aber sie ist gewann die einzige zwischen sei, wo sie gegangen in eine so gerufene Grammar School, eine Gymnasie, die berühmte Rains Foundation School. Also als nach dem Allemen hat sie nicht gemusst arbeiten in keiner Fabrik, in keiner Baustadt, nur sie ist geworden ein Buralist. Aber nicht geguckt auf dem, hat das Leben in Whitechapel schwer gewirkt auf ihr Gesund. Kindweis hat sie gelitten von einem so gerufenen rheumatischen Fieber. Das ist ein Kränk, wo sie gewinnt, sehr zerspreit zwischen der armen Londoner Arbeiterschaft in die 20er Jahren. Und das hat Bastig abgeschwacht ihr Herz. Und sie gestorben in 1967 im Alter von 45 Jahren. Aber die zwei ältere Schwestern ihre, Lea und Rivke, seien Tage geworden Näherins. Und sie haben sich gemattert lange Jahre in die Schwitzschepper von jüdischen East End. Und in sehr Undenk will ich euch ein singen, das Lied Eider, ich leg mich schlafen, ein Lied von der, was redet wegen Geurl von der jüdischen Arbeiterschaft. Der Machabe von dem Lied kennen wir nicht. Nun, Eider, ich leg mich schlafen. Eider, ich leg mich schlafen, muss ich schön aufstehen, mit meinen kranken Beinen zu der Arbeit gehen. Heute Gott will ich weinen, mit der Größe gewein. Für was bin ich geboren, an Näherin zu sein? Ich komm spät zu der Arbeit, sie doch weiter weg. Schlagt man mir ab für halbe Tag. Heute Gott will ich weinen, mit der Größe gewein. Für was bin ich geboren, an Näherin zu sein? Die Nadeln werden zerbrochen, 15 a Minut. Die Finger werden zerstochen, es rinnt von See das Blut. Heute Gott will ich weinen, mit der Größe gewein. Für was bin ich geboren, an Nähterin zu sein? Leid ständig Hunger, hab nicht was zu essen. Will ich Geld beten, heißt man mich vergessen. Heute Gott will ich weinen, mit der Größe gewein. Ach, was bin ich geboren, an Näherin zu sein? Adank, Boruch. Es ist rührend, dass das Lied hat eine spezielle Verbindung mit deinem Spruch.
Und jetzt lassen wir begrüßen Baylor von Newcastle mit einem Lied, wegen wo sie wird fahren auf Chanukah. Das ist Emma's. Ja, die zweite, bitte. Also gut, da heißt das Lied und noch ein, wie sagt man Slide? Noch ein Slide. So, Tom Lehrer. Tom Lehrer ist geboren in New York in 1928 zu einer jüdischen Mischproche. Er ist gewesen an Ilui in Mathematik, aber auch sehr guter Musiker mit einem Interesse in musikalischer Theater. Er ist gewesen ein Professor von Mathematik in Harvard, aber für uns ist mehr wichtig, als er hat geschrieben 37 Lieder, satirisch, politisch, humoristisch, mit schickaven Grammen und sehr klugen Liedertexten. 21. Oktober hat er alle seine Lieder rausgelassen zu dem breiten Neuland. Er wohnt jetzt in Kalifornien und ich habe das Lied übergesetzt Le Covid ihm und mit Hakeures Teuwe. So Tom Lehrer was born in New York in 1928 to a Jewish family. He was a genius, a childhood genius in math, but also a very good musician, very interested in musical theater. He was, among other things, a professor from mathematics in Harvard. But for us, what's more important is that he wrote 37 songs, satirical, political, humorist, with wonderful rhymes and extremely clever leader texts. On the 21st of October, he released all of his songs to the world. He lives now in California, and so I translated this song in honor of him and with very great gratitude for all that he's given me. And if you don't know him, you've got a treat in store. Okay, weiter. Ich feier Chanukah in Santa Monica, tragen Sandwachs in den Niros Lebanon. Ich feier Schwues in Marif St. Louis, male chen aber nicht am siebten chen bei mir. Die Marif dicke Winters kann sie nicht anleiden, als jeder Jahr ich sich einpacken und fort dahin bis Purim. Rosh Hashanah war in Arizona und Yom Kippur an niederen Mississippi. Oder in Dezember ist nur ein Ort von mir. Mittel von die kalifornische Flora zähnt ich mein Menorah. Wie ein Kind in a Wiegel schwille ich mit mein Dreidel. Der Covid Judas Makkabieren, Chevra Zolter und Sehen. Feiern dicke Chanukah in Santa Monica, Labania. Dank, Bela, dank. Ich bin sicher, als Tom Lehrer wollt gequält von deinen Übersetzungen und Singen. Jetzt lass mich begrüßen David Rosenberg von London. Heint ist der erste Tag im November. The slide. Okay. Auf 11. November wollen wir bezeichnen dem Andenk von dem Sof von der Erste Weltmilchhammer. In jener Zeit hat man gebeten, Männer zu werden Söldner. Aber für jüdische Migranten in London ist gewesen sehr ein schwer Problem. Sie haben entlaufen von Zarisch Russland. Aber Zarisch Russland steht Seite bei Seite mit England gegen Deutschland in der Mechome. In 1916 müssen alle Männer in England zwischen 18 Jahren und 41 Jahren reinfahren in Armee. Die Regierung hat gesagt, die immigrantische Jiden, kämpft für England
oder wir wollen dich deportieren zu Russland, zu kämpfen in der russischen Armee. Was für eine Brera. Jüdische Führer haben ermutigt, jeden sich unterzuschreiben in der Armee von 1914. Aber sie haben entgegenstellen sich. Sie haben beschaffen ein Komitee, Verteidigungskomitee von den ausländischen Juden gegen Zurückschickung in Russland um gezwungenen Militärdienst. Die Parteitagsmitglieder gewesen Avram Bezalel von Romania, Maya Solkind, ein religiöser Anarchist, zwei Journalisten, Maurice Meyer und Josef Krug, Jakob Kapitanczyk von der Bäckersverein und andere Bundisten, Anarchisten, linke Zionisten und Mitglieder von dem Arbeitervereinen und Arbeiterring. Der Büro ist gewesen in dem Binion von dem Schneidersverein. Wichtige Nichtjuden-Aktivisten in Misoch-London wie Sylvia Pankhurst und George Lansbury haben euch gestützt dem Komitee. Es ist euch gewesen, Komiteen von russischen politischen Pläten, meisten Nichtjuden, aber ein paar Jeden euch. Ein wichtiges Komitee ist gewesen geführt durch ein Bundist, was ist geheißen Himmelfarb. Sie haben gemacht Verbindungen mit anderen gewissendicken Neinsagers. Mehr als 2000 Juden sind zurückgeschickt geworden in Russland. Die Autoritäten haben euch deportiert, Avram Bezalel, zurück in Romania. In die kommenden Tag will ich tragen ein Weißmann, was meinen Seche und ein Wunsch, ja, verschollen und ein Niedermilchome. Ich will enden mit der Strophe von einem Lied verschollen, was heute wollte ich gehabt kreuen. Wollte ich gehabt kreuen, wollte ich gelaufen in die Gassen, wollte ich geschrieben Scholem, 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 Scholem. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ja, bye, 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 bye. Ah, dank. A großen Dank, David. Es ist sehr wichtig zu gedenken, unsere Geschichte da in England. David ist gewesen unser letzten Artist, Heint. Schönen Dank, JW3. Ja, schönen Dank. Schönen Dank. Und ich darf nur sagen, dass der kommende Open Mic wird sein, den 13. Dezember, 5. Säge, noch Mittag, Leuten UK Säge. Und schreibt uns jiddischcafe@gmail.com, write to us at jiddischcafe@gmail.com. Es wird sein Chaneke! Thank you, Michaela and JW3.